Das metaphysische Gefüge. Man kann annehmen, dass die letzte Quelle unermesslich ist und sich nicht von unserem Wissen her fassen lässt. Zurück zum Yin und Yang. Im Daoismus heißt es, dass der äußere Kreis alles bedeutet. Das heißt, alles im Universum, alles, was da kreucht und fleucht. Und dort, wo diese kleine Linie zu sehen ist, dort ist das Nichts. Man könnte auch sagen, to be or not to be, that is the question. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Die Antwort ist irgendwo da draußen. Sie ist auf der Suche nach dir und sie wird dich finden, wenn du es willst. Warum ist dort das Nichts? Die Nicht-Existenz ist deswegen an der Stelle, weil dort nichts sein kann. Nicht einmal diese Linie, die nur diese Stelle andeuten soll. Es ist das Nichts. Dort gibt es nichts. Es ist wie im Auge des Hurrikans. Das absolute Nichts. Die Nicht-Existenz. Es ist, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Die Transzendenz. Wenn du nicht wieder tönst, zersprungen im Erz vergleichbar, bist im Nirvana schon, dem Streitort unerreichbar. Dort, in der Ewigkeit, geschieht alles zugleich. Es ist kein Vor noch nach, wie hier im Zeitenreich. Das Leben kann als ein Traum angesehen werden und der Tod als Erwachen, 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 Erwachen. Ekstase ist das aus dem Griechischen stammende Wort für außer sich geraten. Verzückung bedeutet aus sich heraustreten, außer sich sein. Man muss den Schlüssel finden, der alle Himmelstore, alle Gärten der Verzückung öffnet. Und dieser Schlüssel ist deine Intuition. Das Selbst wahrlich zu verstehen bedeutet, sich selbst zu vergessen. Sich selbst zu vergessen bedeutet Erleuchtung. Der Superstar sagte zu ihnen, wenn ihr die zwei zu einem macht und wenn ihr das Innere wie das Äußere macht und das Äußere wie das Innere und das Obere wie das Untere und wenn ihr das Männliche und das Weibliche zu einem einzigen macht, dann werdet ihr in das Königreich eingehen. Die Welt der Materie und alles, was zu ihr gehört, ist nur ein Traum im Vergleich zu dem Erwachen, das wir den Schrecken des Todes nennen. Und denkst nicht an dein eigen Schuldbuch, das du musst vor den Richter bringen, wenn's kommt zu den vier letzten Dingen. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Alle Fragen offen. Alle Fragen offen. Alle Fragen. Ich finde, es bedarf gar keines Himmels und keiner Hölle. Das ordnet sich hier schon höchst einfach auf unserer Erde. Ich möchte mich, was Himmel und Hölle betrifft, nicht festlegen. Habe ich doch da wie dort gute Freunde. Bald. Und du hast alles vergessen. Bald. Und alles hat dich vergessen. Es gibt keinen Teufel und keine Hölle. Deine Seele wird noch schneller tot sein als dein Leib. Fürchte nun nichts mehr. Fürchte nun nichts mehr. Fürchte nun nichts mehr. Fürchte nun nichts mehr. Es war die Art zu allen Zeiten, Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten. Maybe this world is another planet. Hell. Another planet. Hell. Another planet. Hell. Mach dir deine eigenen Götter und unterlasse es, dich mit einer schnöden Religion zu beflecken. Möglicherweise handelt es sich ja bei den letzten Dingen um die letzte Quelle.
Man kann annehmen, dass die letzte Quelle unermesslich ist. Dort, in der Ewigkeit, die unermessliche Quelle, das unermessliche Königreich, 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 Königreich. Alle Menschen haben Zugang zu Gott, aber jeder einen anderen, 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 anderen. Dort, in der Ewigkeit, die letzte Quelle, das Königreich, der letzte Treffpunkt. Wir sind Pilger, die auf verschiedenen Wegen einem gemeinsamen Treffpunkt zuwandern. Dort in der Ewigkeit, der gemeinsame Treffpunkt? Der Pfad ist einer nur für alle. Die Mittel aber zu dem Ziele wechseln mit dem Pilger. Der Pfad ist einer nur für alle. 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 Nichts fehlt ihnen, außer dem göttlichen Knoten, der die Dinge verknüpft. Und so fehlt ihnen alles, 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 alles. Dann schließt sich der Kreis, kein Weg zurück. Das weiße Licht rückt näher, Stück für Stück. Will mich ergeben, muss ich denn sterben, um zu leben, um zu leben, um zu leben. Sterben ist das Auslöschen der Lampe im Morgenlicht, nicht das Auslöschen der Sonne. Sonne, Sonne, Sonne. Es ist leichter, ein Atom zu zertrümmern, als eine vorgefasste Meinung. Glaube ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Welch triste Epoche. Es wird nie eine Zeit geben, in der du nicht sein wirst. Wer mit sich selbst in Frieden lebt, der wird genauso sterben und ist selbst dann lebendiger als alle seine Erben. Oder wie Bob Marley sagen würde, the day you stop racing is the day you win the race. Es ist schwer, jemandem zu erklären, was die Matrix ist. Jeder muss sie selbst erleben. Die zur Wahrheit wandern, wandern allein. Keiner kann dem anderen Wegbruder sein. Nirvana lässt sich nicht beschreiben, denn kein Begriff des endlichen Verstandes kann für das angewandt werden, das über diesen hinausführt. Könnten sich zwei große Weise in körperlicher Gestalt begegnen, die Nirvana wirklich erlebt haben, dann würden beide intuitiv verstehen, was Nirvana ist. Ihre menschliche Sprache aber würde niemals ausreichen, um sich auch nur gegenseitig das Nirvana zu beschreiben. Um wie viel weniger noch einem, der es nicht erfahren hat. Das Schicksal, unsagbar zu sein, teilt das Höchste mit dem Niedrigsten. Weder Gott noch die Farbe des Papiers könne mit Worten beschrieben werden. So ist das Sichtbare zwar von Nutzen, doch das Wesentliche bleibt unsichtbar. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Was ist das Wort Christi ohne sichtbares Beispiel? Was du sehen kannst, das siehe und brauche deine Augen. Und über das Unsichtbare und Ewige halte dich an Gottes Wort. Glaubt ihr vielleicht, ist es schwieriger, einen Beweis zu liefern, als ein Kind zu zeugen? Einen Beweis zu liefern, als einen Beweis zu zeugen, als einen Beweis zu zeugen. Als einen Beweis die Antwort zu zeugen, ist irgendwo da draußen. Metaphysik und das Mitteilungsproblem. Metaphysik und die Nichtexistenz. Metaphysik und der Tod. Und Nirvana. Nun, wie kann man etwas beweisen, das es eigentlich gar nicht gibt, beziehungsweise das nicht existiert, das nicht vorhanden ist? Die Nichtexistenz ist etwas Eigenartiges. Es gibt die Existenz und die Nichtexistenz, beziehungsweise gibt es die Nichtexistenz nicht. Denn wenn es die Nichtexistenz geben würde, dann gäbe es ja etwas. Manchmal sagt man, dass man die Nichtexistenz von Gott nicht beweisen kann. Andere behaupten, dass man die Nichtexistenz von Gott beweisen kann. Aber kann man die Nichtexistenz von etwas überhaupt beweisen? Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche. Beim Menschen ist kein Ding unmöglich, im Schlimmen wie im Guten. An unmöglichen Dingen soll man selten verzweifeln, an schweren nie. Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Geduld, Vernunft und Zeit macht möglich die Unmöglichkeit. Unmöglich kann ein naturhaftes Begehren vergeblich sein, vergeblich sein, vergeblich sein, vergeblich sein, vergeblich sein, vergeblich sein. Was sind die letzten Ursachen und Prinzipien dieser Welt? Dieser Welt, dieser Welt.
das metaphysische Gefüge spricht. Wir schicken euch den Pilger. Nehmt ihn hin und hört. Greetings, Humanites. Greetings, Aliens. Salvete Erdlinge. Salvete Forschungsgemeinschaft und Philosophen. Salve Anhänger des logischen Empirismus. Seid alle gegrüßt. Die Nichtexistenz ist ein Abstraktum und Mysterium. Unsagbar, unsichtbar, nicht greifbar, immateriell. Es ist das, was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört. Außerhalb von Zeit und Raum, jenseits Energie oder Materie. Und doch können wir das Unbeschreibliche beschreiben. Das Nicht-Greifbare greifbar, das Unsichtbare sichtbar, das Unmögliche möglich machen. Außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnlich starke Beweise. Metaphysik ist ein uferloses Meer, in welchem der Fortschritt keine Spur hinterlässt und dessen Horizont kein sichtbares Ziel enthält, an dem, um wie viel man sich ihm genähert habe, wahrgenommen werden könnte. Metaphysik und Worte, das ist gerade so, als wenn man einem die Lehre von der Erbsünde auf der Flöte vorspielte. Das Kennzeichen der modernen Zeit ist die metaphysische Verdummung des Menschen. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Gott gibt die Nüsse, aber er knackt sie nicht auf. Wir wissen es nicht und wir werden es niemals wissen. Aufgabe der Erziehung wäre es, den metaphysischen Hunger des Menschen durch Mitteilung von Tatsachen im weisen Maß zu stillen, statt ihn durch Märchen, was ja die Dogmen sind, zu betrügen. Ach, es geschehen keine Wunder mehr. Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Kannst du nicht Sonne sein? Sei ein bescheidener Planet. Wer kann was Dummes, wer was Kluges denken, das nicht die Vorwelt schon gedacht? Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich nun endlich Taten sehen. Nicht-Existenzen finden wir immer an dieser Stelle. Dort, wo nichts sein kann. Erstens, Wellenlehre, Interferenz, Antischall, Quantenphysik. Alle Arten von Interferenzen. Interferenz, sich gegenseitig schlagen, beschreibt die Änderung der Amplitude bei der Überlagerung von zwei oder mehr Wellen nach dem Superpositionsprinzip, also die vorzeichenrichtige Addition ihrer Auslenkungen während ihrer Durchdringung. Interferenz tritt bei allen Arten von Wellen auf, also bei Schall, Licht oder Materiewellen. Antischall. Unter Antischall, auch aktive Lärmkompensation, versteht man umgangssprachlich Schall, der künstlich erzeugt wird, um mittels destruktiver Interferenz Schall auszulöschen. Dazu wird die Erzeugung eines Signals angestrebt, das dem des störenden Schalls mit entgegengesetzter Polarität exakt entspricht. Quantenphysik. Die Überlagerung von einem Elektron und einem Positron führt zur Auslöschung der Wellen, da alle Amplituden entgegengesetzt sind. Dein starrer Sinn will sich nicht beugen. Bedarf es weiteres, dich zu überzeugen? Weitere Nicht-Existenzen finden wir zum Beispiel im Magnetismus. Da gibt es den magnetischen Eigenschutz in der Minenkriegsführung, die Legende vom Philadelphia-Experiment. Das Philadelphia-Experiment ist eine Legende um ein Experiment mit einer Tarntechnologie, das in den Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs durchgeführt worden sein soll. In den frühen 40er Jahren des letzten Jahrhunderts experimentierte die US-Marine mit Verfahren zum magnetischen Eigenschutz, um ihre Schiffe unempfindlicher gegen die mit Magnetzündern arbeitenden Torpedos der deutschen U-Boote zu machen. Magnetischer Eigenschutz, MES, auch Mineneigenschutz, ist eine aktive Maßnahme zur Verringerung der magnetischen Signatur eines Schiffes, damit magnetische Zündmechanismen von Seeminen oder Torpedos nicht auslösen. Wir wiederholen. Zündmechanismen von Seeminen oder Torpedos nicht auslösen. Das Schiff hört für die Seemine oder den Torpedo buchstäblich auf zu existieren. Alles ist eins, sagt der Buddhist. Alles ist mit allem verbunden, sagt der Quantenphysiker. Möglicherweise finden wir in der Phänomenologie des MES Parallelen zu den sagenumwobenen geheimnisvollen Orten der christlichen, griechischen oder germanischen Mythologien. Und vielleicht gelingt es, diese Orte mittels der Philosophie des Tao zu identifizieren. Um zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält, studieren wir nun die Geschichte des magnetischen Eigenschutzes.
Erste magnetische Eigenschutzanlagen wurden zu Beginn des Zweiten Weltkrieges mit Aufkommen magnetisch gezündeter Minen entwickelt. Dabei handelte es sich zunächst um Kabel, die auf ganzer Länge um den Rumpf der Schiffe geführt wurden und beim Anlegen von Gleichstrom ein magnetisches Feld erzeugten, das der Magnetfeldstörung der Stahlmasse des Schiffes entgegenwirkte. Muss ich denn sterben, um zu leben? Der Pfad ist einer nur für alle. In der operativen Kunst würde man sagen, sein oder nicht sein. Das Mittel zum Ziele ist die Tarnung. Der Pfad ist die Mittel aber zum Ziele wechseln mit dem Pilger. Der Pilger des Medizinrats sagt, frei von der Seemine, das Schiff hat den Immunitätsstatus gekapert, die Krankheit ist eliminiert. Rumpf, Kabel, Stahl, Strom, Materie, Energie. Materie, Körper, Energie, Antikörper. Eliminiert. Der Experte für Chemie würde feststellen, die Reaktion ist vollkommene Neutralisation. Neutralisiert. Eliminiert. Wie lautet der Fachjargon der Evolutionsbiologie? Resistenz. Und wie lautet die psychologische Definition dazu? Das Treffen zweier Persönlichkeiten ist wie der Kontakt zweier chemischer Substanzen. Wenn es eine Reaktion gibt, werden beide transformiert. Absolutes Nichts transformiert sich in absolutes Glück. Die Nichtexistenz wird zur Unsterblichkeit. Die Transzendenz transformiert sich zum Märchenland. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Was kein Torpedoauge gesehen und kein Minenohr gehört hat. Wenn du nicht wieder tönst, zersprungenem Erz vergleichbar, bist im Nirvana schon, dem Streitwort der Seemine, unerreichbar. Eliminiert. Eliminiert. Resistenz. Neutralisiert. Zündmechanismen von Seeminen nicht oder auslösen. Dort, in den ewigen Jagdgründen, hat sich das Schiff selbst vergessen. Nun ist es erleuchtet, transformiert, eliminiert, neutralisiert. Was würde der Superstar sagen? Christus spricht: Ich bin das Alpha und das Omega, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel wie auf Erden. Wenn ihr das Männliche und das Weibliche zu einem Einzigen macht, dann werdet ihr in das Königreich eingehen. Was sagt das Superschiff? Das Schiff spricht: Ich bin das Alpha und das Omega, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Was sagt der Pilger zwischen den Welten? Die ganze Schöpfung hat Zugang zu Gott, aber jedes Ding hat einen anderen. Nichts fehlt ihnen, außer dem göttlichen Knoten, der die Dinge verknüpft. Und so fehlt ihnen alles. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Nichtexistenz ist immer an dieser Stelle. Paradoxerweise ist genau dort, wo nichts sein kann, der Ursprung allen Seins. Denn wo ist man wohl, wenn man schon gestorben ist? Und dennoch unsterblich. Der Experte für Chemie würde feststellen, die Reaktion ist vollkommene Neutralisation. Was sagt die Physiologie? Das Milieu des weiblichen Geschlechtsorgans ist sauer. Das des Mannes ist basisch. Dazwischen entsteht Leben. Moll, Dur, Harmonie. Wissenschaft ohne Religion ist lahm. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Antwort ist irgendwo da draußen. Sie ist auf der Suche nach dir. Und sie wird dich finden, wenn du es willst. Die Antwort ist. Zwei Dinge wird ein Mann niemals verstehen.
das Geheimnis der Schöpfung und den Hut einer Frau. Was die Epoche besitzt, das verkündigen 100 Talente. Aber der Genius bringt ahnend hervor, was ihr fehlt. Das Geheimnis der Schöpfung ist, die Antwort ist, das Geheimnis ist die Vereinigung gegensätzlicher Pole. Der bipolare Prozess der Schöpfung vollzieht sich angefangen von der mikroskopischen Zelle bis hin zum größten Stern, erklären die Hüter alter Weisheiten. Alles in der Schöpfung ist somit in positiv-negativ, männlich-weiblich, träge-kinetisch, elektrisch und magnetisch geteilt. Es ist das metaphysische Gefüge, das Raum-Zeit-Kontinuum, das Materie-Energie-Gewebe, der Kreislauf von Geburt und Tod, Gewebe-Kontinuum-Zusammenhang, Zusammenhang-Gewebe-Kontinuum, Kontinuum-Zusammenhang-Gewebe, Gewebe-Gewebe-Gewebe, Tantra im Sanskrit. Das Sanskrit-Wort Tantra entstammt ursprünglich dem handwerklichen Bereich, genauer der Weberei. Und wie ist's genauer mit einem Webermeisterstück? Oder der Gedankenfabrik. Zwar ist's mit der Gedankenfabrik wie mit einem Webermeisterstück, wo Eintritt tausend Fäden regt, die Schifflein herüber hinüberschießen, die Fäden ungesehen fließen, ein Schlag tausend Verbindungen schlägt. Nichts fehlt ihnen, außer dem göttlichen Weber-Meisterstück, das tausend Dinge verknüpft. Und so fehlt ihnen alles. Tausend Verbindungen. Und dann werden tausend Märchen wahr. Wie mit einem Weber-Meisterstück. Der Sinn ist, dass der schaffende Geist das Ganze auf einmal übersieht und handhabt, während der kleine Geist von der Betrachtung des Einzelnen nie zum Ganzen gelangt. Nicht alles zu begreifen steht dem kleinen Geiste an, weil diese winzige Waage solche Last nicht tragen kann. Glaubt ihr vielleicht, ist es schwieriger, einen Beweis zu liefern, als ein Kind zu zeugen? Der Akt der Schöpfung ist immer die Wiedervereinigung getrennter Pole. Ob nun eine Bombe zur Explosion gebracht, ein Kind gezeugt, ins Königreich eingegangen oder ein Beweis geliefert wird. Es ist immer dasselbe Prinzip. Wiedervereinigung getrennter Pole. Nachher, vor allen anderen Sachen, müsst ihr euch an die Metaphysik machen. Da seht, dass ihr tiefsinnig fasst, was in des Menschen Hirn nicht passt. Für was reingeht und nicht reingeht, ein prächtig Wort zu Diensten steht. Das sollt ihr mir nicht zweimal sagen. Ich denke mir, wie viel es nützt. Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Zweifel, Beweis. Unklar, klar. Recht, Unrecht. Negativ, positiv. Licht, dunkel. Da ist der Beweis. Schwarz auf weiß. Der Akt der Schöpfung ist immer die Wiedervereinigung getrennter Pole. Wissenschaft ohne Religion ist lahm. Religion ohne Wissenschaft ist blind. Gegensätze ziehen sich nicht nur an, bringt man sie in geeigneten Kontakt zueinander, tritt eine Reaktion ein. Energie wird erzeugt. Aber Energie geht nicht verloren, kann auch nicht erzeugt werden. Energie wird transformiert. Wir können nicht sterben. Wir können auch nicht geboren werden. Sein oder nicht sein. Transformiert. Es wird nie eine Zeit geben, in der du nicht sein wirst. Es ist leichter, ein Atom zu zertrümmern, als eine vorgefasste Meinung. Muss ich denn sterben, out of the dark, um zu leben? Into the light. Muss ich denn sterben? Sterben ist das Auslöschen der Lampe im Morgenlicht. Nicht das Auslöschen der Sonne. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Alles klar, Herr Kommissar. Herr Kommissar. Bedarf es weiteres, dich zu beugen? Dein starrer Sinn will sich nicht überzeugen. Es ist noch nicht genug, eine Sache zu beweisen. Man muss die Menschen zu ihr auch noch verführen. Drittes Beispiel der Nichtexistenz finden wir in der Farbenlehre. Demonstration der Nichtexistenz durch die Überlagerung von Positiv und Negativ. Das Vorhandensein der Nichtexistenz können wir demonstrieren mit einem Bildbearbeitungsprogramm. Jeder, der so ein Programm hat, kann das nachmachen zu Hause. Dann nehmen wir uns ein Bild, so wie hier. Dann gehen wir auf die Ebene und duplizieren die Ebene. Und dann haben wir zwei Bilder. Und ein Bild wandeln wir um in Negativ.
Ja, so haben wir. So haben wir ein Positiv- und ein Negativbild. Und ein Bild verringern wir jetzt auf 50%, auf exakt 50%. Und man sieht, die Bilder hören auf zu existieren. Denkt man. Aber das ist eine Täuschung, denn sie sind noch vorhanden. Und das ist das Geheimnis mit dem Grundgesetz des Universums. Bringt man diese Kräfte ins Gleichgewicht, dann werden sie unscheinbar, unsichtbar. Man kann sie nicht mehr wahrnehmen. Transformiert. Eliminiert. Resistent. Neutralisiert. Leuchtet. Obwohl sie noch vorhanden sind. Obwohl sie noch existieren. Transformiert. Zündmechanismen von Sehminen oder Torpedos nicht auslösen. Nicht auslösen. Nicht auslösen. Nicht gestorben. 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 Und dennoch unsterblich. Sterblich. Sterblich. Wer weiß, was Jesus damals zu seinen Jüngern gesagt hätte? Dasselbe Prinzip funktioniert auch bei anderen Bildern. So könnte man sagen, wie oben, so unten. Schöne neue Welt. Das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem, gewöhnlichen Wege. Wenn du scharf sehen kannst, dann sieh hin. To be or not to be, that is the question. Die Antwort. Die Antwort ist irgendwo da draußen. Ist irgendwo da draußen. Auf der Suche nach dir. Und sie wird dich finden, wenn du es willst. Wenn du es willst. Dieses Prinzip ist universell. Das Treffen zweier Persönlichkeiten ist wie der Kontakt zweier chemischer Substanzen. Wenn es eine Reaktion gibt, werden beide transformiert. Liebe ist die Leiter, worauf wir emporklimmen zur Gottähnlichkeit. Der Superstar sagte, wenn ihr die zwei zu einem macht, dann werdet ihr in das Königreich eingehen. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit. Ist dies schon Tollheit, so hat es doch Methode. Und dann, werden tausend Märchen wahr. Probieren geht über Studieren. Habe nun. Ach, ach, ach. Der Beweis ist der einzige Weg, um anderen Wahrheiten begreiflich zu machen, welche sie unmittelbar nicht einsehen können. Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir Wirklichkeit getauft haben, eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes. Das Nichtwahrnehmen von etwas beweist nicht dessen Nichtexistenz. Nicht existent. Weil du die Augen offen hast, glaubst du, du siehst. Durch zweier Zeugen Mund wird allerwegs die Wahrheit kund. Die erbarmungsloseste Waffe ist die gelassene Darlegung der Fakten. Der Menschenseherkunst ist eitles Nichts. Was du für den Gipfel hältst, ist nur eine Stufe.